Servus Freunde, zum 41. Mal heißt es inzwischen Retro-Sonntag und heute mit einem kleinen Trip in die Steinzeit. Jobba dabba du heißt das Stichwort. Wir spielen The Flintstones für den Nintendo Game Boy aus dem Jahr 1994. Anders als das erste Flintstones-Spiel für den Game Boy basiert dieses hier nicht auf der Zeichentrickserie, sondern auf dem Realfilm, der kurz zuvor erschien mit John Goodman. Und ich kann mich erinnern, ich habe das Spiel damals relativ günstig in der Videothek gekauft, war also ein ziemliches Schnäppchen und hat viel, viel Laune gemacht. Den Film fand ich jetzt nicht so den Hit, aber das Spiel war cool. Kommt auch aus der späteren Gameboy-Phase, hat dementsprechend eine richtig coole Grafik. Und ja, hier in dieser Folge von Retro Sonntag spielen wir einfach mal das erste Level an. Es geht darum, ja. Es ist das weitere Ende eines ermüdenden Tages im Steinbruch und Fred macht sich auf den Weg nach Hause zu Wilma, Pebbles, Dino und, ganz wichtig, seinem Essen! Wahrscheinlich gibt es wieder Brontosaurier-Burger. Njam, njam. Da darf Fred natürlich das Essen nicht kalt werden lassen und macht sich auf den Weg! Und ja, schöne Spielmechanik hier. Deswegen, hier sieht man auch schon, Fred sieht irgendwie anders aus als in der Zeichentrickserie hier. Denn, ja, wie gesagt, das Spiel basiert auf dem Realfilm, der, glaube ich, ein Jahr vorher herauskam. Obwohl ich John Goodman richtig genial finde, irgendwie, der Film hat mir nicht so gefallen wie die meisten Realfilme, die auf Zeichentrickserien basieren. Ich finde irgendwie, das passt nicht. Sollte man nicht machen, sowas. Die sind nur, ja, selten gut. Tja, diese Bowlingkugeln, ich glaube, die geben einfach nur Bonuspunkte am Ende. Ich weiß es gar nicht mehr. Oder geben die auch ein Leben, wenn man 100 einsammelt? Schon so lange her. So, da oben wäre Energie. Das ist ein Checkpoint, wenn wir mal wieder ein Leben verlieren. Und hier unten ist ein Daddelautomat. Das ist immer lustig. Hier gibt es Minigames. Hier gibt es Snake. Hier gibt es eine Art Pac-Man, nur mit Dinosauriern. Aber dazu brauchen wir diese Coins, die wir rechts sehen, aber leider haben wir keine. Da könnten wir jetzt hier eine Runde daddeln. Nun denn. Aber guckt mal hier, die Hintergründe. Zwei Hintergrundlayer in einem Gameboy-Spiel war auch nicht so häufig. Wie gesagt, handwerklich ist das sehr schön gemacht, das Spiel. Die Schwierigkeitsgrad ist herausfordernd in den späteren Leveln zumindest, aber gut machbar. So, und vor allem abwechslungsreich. Jetzt sind wir hier mit dem Auto unterwegs. Natürlich mit Fußantrieb, wie wir das kennen. Und das hat eine wunderschöne Optik. Gefällt mir sehr gut. Deutlich besser als das erste Flintstones-Spiel. Habe ich ja auch schon mal Let's Played. Vor vielen Jahren. Und das Schöne ist, wir spielen hier nicht nur Fred in diesem Spiel. Wir spielen in jedem Level einen anderen Charakter. Im zweiten spielen wir Barney. Ich glaube, dann spielen wir Fred. In jedem zweiten Level spielen wir wieder Fred. Und dann kommt Wilma, dann wieder Fred, dann Betty. Und im letzten Level sind wir als Fred wieder unterwegs. Und ich glaube, der Endboss ist irgendwie der böse. Weiß gar nicht mehr, wer der Endboss hier war. Ich habe es total vergessen. Gut, hier gibt es auch verschiedene Schalter, wo wir Plattformen aktivieren können. Also, es ist eine sehr abwechslungsreiche Sache. Und ein richtig nettes, liebevoll gemachtes Spiel. Soundtrack ist auch sehr, sehr nett. Und da haben wir jetzt eine Münze. Mal gucken, ob wir ein Spielchen noch wagen können. Ob noch ein Automat unseren Weg kreuzt. Also, das muss ich auch sagen, für Gameboy hier mit diesem Wasserfall. Echt hübsch. Echt, echt hübsch. In den späteren Jahren hat man gemerkt, was man eigentlich aus dem Gameboy so rausholen kann, wenn man talentiert ist. Wenn man es mal mit den ersten Spielen vergleicht, wie Super Mario Bros., ist das schon was ganz anderes. So. Weg, du blöder Vogel. So, jetzt haben wir schon zwei Coins. Oh. Schade. So, links ist die Lebensanzeige. Wir haben Energie und wir haben. Die Lebensanzeige zeigt 2 an. Mal gucken, ob ich wenigstens das erste Level noch schaffe. Der Endboss hier war ein Säbelzahntiger. Ein riesengroßer. Aber das sollte kein Problem sein für Fred. So. Hier ein Rhino. Ein Rhinosaurus.
Verschwinde! So, hier kommen wir mal Goodies raus bei vielen Gegnern. Ich weiß noch, die Story war zum Teil eine sehr traurige. Nachher, wenn wir Betty spielen, geht es irgendwie darum, dass die obdachlos geworden sind, weil Barney seinen Job verloren hat. Ich weiß gar nicht, ob das im Film auch vorgekommen ist. Ich habe den Film einmal geguckt, wie er rauskam, das ist schon ewig her. Und Betty muss durch den Wald und Essen sammeln, weil sie kein Geld mehr haben für eine Bleibe. Sie müssen halt im Wald leben. Sehr traurig. Und im zweiten Level sind wir als Barney unterwegs und in einem Kinderheim irgendwie, wo ganz viele Babys rumkrabbeln. Auch sehr niedlich. So, da unten sehe ich einen Spielautomat. Kann ich da runterspringen, ohne zu sterben? Ja. Ah, ich glaube, hier muss ich einen Switch aktivieren. Wo auch immer der ist. Schwinde. Gute Frage. Wo sind diese ganzen Switches? Ich habe das schon so lange nicht mehr gespielt. Da ist einer. Genau, und ich glaube, jetzt können wir mal zurückgehen. Genau, hier können wir hier über die Brücke und hier ist ein Automat. Wir haben genug Münzen und wir spielen Dino Dash. Ja, inspiriert von Arcade-Klassikern. Und Dino Dash ist, ja, Pac-Man. Genau. Nur mit einem Dino. Und ja, als Gewinn gab es da, glaube ich, hauptsächlich extra Leben, soweit ich weiß. Und alles ganz nett. So, wir gehen mal raus. Wollen wir jetzt nicht alles sehen. Wobei mir Snake besser gefallen hat. Kann ich raus? Nein, ich möchte raus. Ah, Select, okay. Ja, lang bevor es Snake auf Mobiltelefonen von Nokia gab und das dadurch richtig bekannt wurde, war es schon hier in diesem Spiel. Und zuvor natürlich auf vielen anderen klassischen Konsolen und Computern. Mal mit dem alten Vorurteil aufzuräumen, dass nur Nokia Snake erfunden hat. Nein. Gab es natürlich schon weitaus früher. Aber das war mein erster Kontakt zu Snake. Das war das erste Mal, dass ich dieses Konzept gespielt habe. Später, als ich dann mein erstes Nokia hatte, dachte ich mir bei Snake, das habe ich doch schon mal irgendwo gespielt. Ja, hier war es bei The Flintstones. So, diese ganzen Augen im Hintergrund auch sehr nett gemacht, aber die tun uns zum Glück nichts. Die gucken auch sehr ängstlich. Die haben eher Angst vor Fred. Denn Fred hat Hunger. Fred will nach Hause. Mampfen. Spachteln. Schnabulieren. So, jetzt kommt auch schon der Endboss, glaube ich, ja? Ist der nicht putzig, der Säbelzahntiger? So. Leben verloren. Der hat, obwohl er groß ist, nicht viel Energie, wie man sieht. Einfach auf den Schwanz gesprungen. Das tut ihm weh. Aber wie süß er noch lächelt. Ich finde, der ist schön animiert. Doch. Später haben wir als Endboss noch Freds Chef, Mr. Schiefer, wie in der deutschen Fassung hieß. Und ich weiß gar nicht, was da noch alles für komische Endbosse kommen. So, und... Tschüss! Geschafft! Ja, diese Bowlingkugeln geben einfach nur Punkte. Ich weiß nicht, ob die bei 100 auch ein Leben geben oder ich denke, es gibt ein Leben bei 100, soweit ich mich noch erinnern kann. Was auch sehr nett ist, wir haben ein Bonus-Game nach jedem Level. Da ist zum Beispiel Bowling dabei oder Tic-Tac-Toe. Bolorama, cool, eins der besten Spiele. Da ist Fred natürlich der Experte. Freds Bolorama. Aber wie gesagt, das Spiel hat so viel Abwechslung, ist richtig, richtig schön.
war nur eins meiner absoluten Favoriten damals. So, spielen wir noch ein bisschen Bowling. So, Power war immer so ein Mittelweg ganz gut. Immerhin. Oh, ein Spare. Okay. Man konnte auch diese Spiele, glaube ich, gar nicht überspringen. Wollte ich auch nicht. Fand sie dazu zu schön gemacht. Aber die musste man, soweit ich weiß, spielen. Na, das ist natürlich schlecht. Ja, und in diesen Spielen geht es einfach darum, extra Leben zu bekommen. Je mehr Punkte, umso mehr Leben bekommen wir. So, wir gucken gleich nochmal ein paar Sekunden ins zweite Level rein, wo wir Barney Geröllheimer spielen. Das war ja wohl mal gar nichts, Freunde. So, die Hälfte der Würfe haben wir. 10 Stück insgesamt. Ah, frontal war schlecht. Immer so ein bisschen schräg, kann ich mich erinnern. War das Beste. Und wenig Power. Naja. Hallo, wer bist du denn? Oh. Ja, das war schlecht. So, 64. Komm, lass mich doch mal einen Strike werfen. Das habe ich früher immer so oft geschafft. Naja. Naja. So, vielleicht mit dem letzten Wurf. Der beste war bisher kurioserweise der erste. Wo ich nicht geübt war. Fred, du warst auch schon mal besser. Da hören ja die Tropfsteinhöhlen auf zu tropfen. So, hier sehen wir das Tableau, was wir erreichen müssten, für wie viel Leben. 60 oder mehr haben wir. 79 insgesamt. Das heißt, wir bekommen ein extra Leben mit 4 Ausrufezeichen. Ja, jetzt kommt hier das zweite Kapitel. Fred gibt Barney seine gesamten Ersparnisse, damit Barney ein Kind adoptieren kann. War eigentlich anders als in der Serie. Da lag Bam Bam doch eines Tages einfach vor der Tür, soweit ich weiß. Aber Bam Bam bekommt Angst und rennt weg. Barney muss ihn einfangen. Und das ist das zweite Level. Mit Barney Geröllheimer. Der hier erstaunlicherweise relativ groß ist. Hier sind lauter Babys, da sollten wir nicht drauf springen, denn das gibt, wie wir unten links sehen, Punktabzug. Ich will ja noch gerne mir den Endboss hier angucken. Oder ich glaube, es gab hier in dem Sinne gar keinen Endboss, sondern irgendwas mit Bam Bam. Hab's total vergessen. So, jetzt sind wir hier noch im Kinderparadies, Brummkreisel und wild gewordene Plüschtiere machen uns das Leben schwer. Oh, ist der süß, Froschi. So. Klack. Meine Energie ist sehr niedrig. Nächste Berührung und ich bin tot. So. Was kommt nun? Ach, das auch noch. Gleich kommt die Decke runter. Wie gesagt, es ist echt abwechslungsreich. In jeder Passage irgendwas Neues. Was mir sehr, sehr, sehr gut gefällt. Oft hat man ja bei gerade diesen Lizenzprodukten eine richtige Gurke, die total schlecht ist. Aber hier hat man sich sehr viel Mühe gegeben.
So, diese Passage kommt, glaube ich, noch, bevor wir zum Schluss kommen. So, müssen wir ein bisschen Geduld haben jetzt hier. Schwinde! Das war der Vorgänger des Bonanza-Rades hier. So. Ja, der Schwierigkeitsgrad ist wirklich nicht besonders hoch. Die letzten Levels, die sind ein bisschen herausfordernder, aber das kann man selbst auch noch beim ersten Mal spielen gut schaffen. Bisschen Beeilung hier. Herr Gröllheimer! Ich weiß gar nicht mehr, wer Barney oder wen Barney im Film verkörpert hat. War das Rick Moranis? Ich glaube ja. Ich meine, er war's. Okay! Mein Gott, das ist ein langes Level, Freunde. Aber ich glaube, das hier ist die letzte Passage. Juhu! Oh, Speedrun! Sollte ich nicht machen mit so wenig Energie. Dü-di-dü. Genau, das wusste ich noch, dass hier die Plattform runterfällt. Klack. Oder so. Auch recht. Oben gab es wahrscheinlich bessere Sachen. Da ist Bam Bam. Wir haben es geschafft. Genau, hier gibt es gar keine extra, kein Endboss. Wir haben einfach Bam Bam gefunden. Und ja, im nächsten Level sind wir dann, glaube ich, wieder als Fred unterwegs und dann wechseln so die Charaktere von Level zu Level. Ja, ist ein sehr schönes Spiel. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war The Flintstones in der 41. Folge von Retro Sonntag. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüsschen!